Also die kleine Zauberflöte für die Osterfestspiele ist eine Co-Produktion klassischerweise des Festspielhauses mit den Berliner Philharmonikern. Wir veranstalten hier normalerweise Kindermusikfeste. Das sind auch solche explodierten Kindergeburtstage, bei denen man aber auch klassische Musik hören sollte. Die Aufgabe ist natürlich einfach, das runterzubrechen für Kinder, sodass die Personen verstehen können, die Handlungsabläufe verstehen können. Immer wenn ihr eine Aufgabe gelöst habt und damit ein weiteres Level erreicht ist, leuchtet eine weitere Stufe hier vorne auf. Das sieht so aus. Tada! Gut, oder? Bitte einen Applaus für unsere ersten beiden Spielfiguren. Hier sind sie. Wer bist du denn? Ich bin ein Prinz aus fürstlichem Geblüt. Mein Vater herrscht über viele Länder und Menschen. Man nennt mich Tamino. Du stehst auf Grün. Wer bist du denn? Eine dumme Frage. Ein Mensch wie du. Ach, wenn ich dich nun fragte, wer du seist. Ich bin Malte, angenehm. Papageno. Hallo Papageno. Malte. Fand ich auch ganz toll, dass er in die Verbindung zwischen, was auf der Bühne passierte oder was im Saal passierte, mit einem Präsentator da, eine Person, die eigentlich toll zwischen den Szenen eigentlich vermittelt hat. Es ging eher um klare Farben, spielerische Elemente, wo einfach dann auch die Charaktere klar werden. Ne? Papageno zum Beispiel mit den Grashaaren, wo klar war, das ist ein echter Naturbursche. Ziel war ja tatsächlich, die Musiker irgendwie auch einzubeziehen. Nicht nur als Hintergrund oder sonst wie Musik, sondern wirklich die auch einzubeziehen ins Geschehen. Entschuldigung, liebe Bären, ich muss hier mal vorbei. Ich suche nämlich Pamina, die wurde von Sarastro gefangen genommen. Lasst mich doch mal durch. Die sind alle so mit Herzblut dabei und ich denke, nicht jeder Orchestermusiker setzt sich einfach eine Bärennase auf oder irgendein Gummihandschuh als Huhn. Das ist so fantastisch, das zu sehen, dass also eine solche Professionalität gepaart ist mit diesem Spielwitz, dass es einfach nur eine Freude ist. Ja, ist ganz schön auch, dass wir da eben nicht im Graben irgendwo sitzen, sondern mit auf der Bühne sozusagen, zwar ein bisschen abseits, aber doch mit ins Geschehen eingebunden sind. Ja, das haben wir als Berliner Philharmoniker alle hier drauf. Es sind ja auch noch Hühner in der Gegend. Zum Schluss haben alle mit großer Freude der Spaß dran gehabt und haben ja auch dann noch die Tierstimmen auf ihren Instrumenten nachgemacht. Also war wirklich viel Spaß für uns auch. Wir haben das sofort mitgemacht, das hat Spaß gemacht. Nein, wir wollten natürlich schon auch große Ausschnitte, die schönsten Arien und so aus der Zauberflöte zeigen, weil das ist wirklich einfach so eine schöne Musik, die ja selbst, die haben es ja gehört jetzt in der Aufführung, Kinder anspricht und die voll konzentriert dabei sind, auch selbst bei längeren Arien. Und das war wirklich eine ganz tolle Sache, dass das heute auch so schön geklappt hat. Also besonders gut gefallen hat mir die unglaublich fantasievolle Inszenierung der beiden Regisseurinnen. Das fand ich ganz fantastisch. Und natürlich auch die Qualität und das Niveau der jungen Sänger. Ist sowieso immer schön, mit jungen Sängern zusammenzuarbeiten, finde ich. Und die waren alle samt und sonders wirklich unheimlich gut. Musik! Zack, zack! Erwachsene haben mir erzählt, nachdem sie die Kinderzauberflöte gesehen haben, wären sie gut vorbereitet gewesen für das Abendprogramm für die große Zauberflöte. Was will man mehr? Und ich fand es auch gut, dass da die Kinder auch ein bisschen was mitmachen konnten. Ja, das war und so. Gut, ja. Weil es kam nicht auch die ganze Zeit auf der Plätze. Da mussten wir mit den Glocken halt ihm helfen. Ich fand Tamino am besten. Ich fand Tamino am besten, weil da war so lustig. Eben der mit den Sacheln. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Sache, dass die Kinder da aktiv mitmachen können und auch sollen und voll einbezogen sind in das ganze Geschehen. Das finde ich eben wunderbar, dass man eben nicht nur so im Publikum sitzt und passiv zuhört, sondern dass die dann auch ständig alle mitmachen müssen und dazu beitragen müssen, dass das auf der Bühne dann auch gut geht. Also das ist wirklich was Wunderbares.
Ich fand eine unglaubliche Inszenierung für mich. Ist eine von den besten Education-Programmen, was wir seit ungefähr 10 Jahren gemacht haben. Und sieht man schon an die Reaktion von den Kindern, wie glücklich danach sind. Das ist das Nonplusultra eigentlich. Es war ein Volltreffer, Goldmedaille. Schön zu sehen, dass ja, wirklich rundum alle Beteiligten zufrieden sind mit dieser Produktion und es wirklich Spaß gemacht hat.